bisschen weit raus. Ja, das ist nicht mehr so gut. Die Reifen sind auch nicht die besten. Also man muss sagen, unser Teamkollege kann damit schon noch umgehen. Ich müsste schon fast wieder einen Stop machen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Eigentlich müsste ich jetzt damit leben, aber ich will das gute Ergebnis natürlich irgendwie auch halten. Ich sollte ein bisschen weniger riskieren. So, die kommen auch gleich rein. Ich muss auch gleich rein. Hier muss ich von Gas gehen. Ich denke mal, Eriksen wird in den nächsten zwei Runden reinkommen und wir sind jetzt an Perez dran. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Ja, das schauen wir uns gleich an. Ich habe eine Verwarnung wegen Abkürzung, mein lieber Kollege. Ja, es könnte schlauer sein. Das wäre eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan? Eieieiei. Also ich muss, glaube ich, hinter ihm bleiben. Ich glaube, der Trick ist jetzt, hinter ihm zu bleiben und nicht anzugreifen. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Strategie ändern. Änderung bestätigen. Verstanden. Geht in Ordnung. Ja, wir kommen nicht so ganz ran. Ich weiß auch noch nicht, ob ich eine Box fahre. Hinter uns halten wir alles auf. Räikkönen und, und. Also es ist schon mega spannend, wer da rumzuckt und... Ah, man sieht ja, was hinter uns passiert in den Spiegeln. Und das würde ich mir gerne nochmal angucken. Also, was hinter uns passiert ist. Nee, so war das nicht. So war das. Genau. Zu dritt nebeneinander, also unglaublich. Auch ein Bild für die Götter. Das ist schon wirklich imposant. Na gut, wir sind jetzt an Perez dran und an dem würde ich gerne vorbei, wenn ich ehrlich bin. Ja, das habe ich mir schon fast wieder gedacht. Und ich hoffe, man hört die Silvesterknallerei draußen nicht. Also, wie gesagt, ich nehme hier auf, es ist Silvester und draußen... Oh, unser Teamkollege ist am Button vorbei, habe ich gar nicht mitbekommen. Und es knallt natürlich draußen. Ja, und jetzt haben wir Perez überrascht. Ja, der hat uns sogar ein bisschen... Ja, aber leider muss Eriksen jetzt auch rein. Die fahren alle in die Box. Markus ist an der Box. Markus an der Box. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das freut mich. Ja, und Rosberg ganz weit vorne weg. Ganz weit. Ein eigentlich sicherer Sieg. Aber er hat auch schon viel Pech gehabt in der Saison. Ja, und jetzt kommt da Perez. Den können wir nicht halten. Mit DRS. Ah, doch, konnten wir nochmal. Aber ich glaube, unser Teamkollege hängt wieder hinter Button. Ja, das mit den Boxenstops ist dann immer ungünstig. Da hat er nicht so das Glück scheinbar. Ja, und diese Runde reinkommen. Also ich muss mal gar nichts. Aber tendenziell, ja, glaube ich, ist es besser. Uiuiuiui. Sehr schön, das haben wir geschafft. Und da kommen einige andere auch in die Box. Wow.
Mal gucken, wo wir rauskommen. Los, los, los! Wie gesagt, wir werden einen Stop mehr machen. Das ist jetzt... noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Ah, Button ist noch weiter hinten. Also das ist jetzt unsere reelle Position. Wir müssen mal gucken... Mal zwei überholt. Ja, und Eriksen schlägt sie auch vor und ich würde es gerne nochmal eine Wiederholung sehen. Ups, falsche Taste. Ja, dumme Kamera, dumme Kamera. Ja, ein Button konnte nicht profitieren. Und unser Teamkollege hält sich da wirklich wacker. Also besser als erwartet. Und ich soll zwischen der 17. und 19. Runde in der Box kommen. Ob das klappt, werden wir sehen. Ja, ich habe es fast befürchtet, wie ich rübergefahren bin. Habe ich gemerkt, es war ein bisschen weit. So, die Reifen halten natürlich nicht lange. Wie gesagt, Platz 15, den wir jetzt haben, ist gerade die reelle Position, da wir einen Stop mehr machen wie die anderen. Ah, und da kommt auch Gutierrez wieder. Eieieiei. Boah, es hätte fast geknallt. Da kommt Verstappen. Wir kommen vor Verstappen raus. Das ist vielleicht das Bild des Tages. Dass wir vor Verstappen... Jetzt müssen wir mal gucken, in Windschatten von Eriksen. So, und da kamen wir super vorbei. Jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir wegkommen. Aber das ist kein Problem, glaube ich, hoffe ich. Wieder ein neuer Rekordsektor. In der Mitte ist unsere Stärke. Also im mittleren Sektorabschnitt. Eigentlich ein sehr schönes Rennen gerade, muss ich sagen. Also das macht mir Spaß. Wir sind überall vorne, hinten. Die Boxenstops entscheiden. Wir machen ein paar Fehler, aber auch nicht zu viele Fehler. Also alles sehr schön. 1.20.2 ist Hamilton gefahren. Wir fahren 1.19.4. Sehr schön. Also schnellste Runde gehört uns auch. So, jetzt müssen wir an Kwiat vorbei. Sollte aber kein Problem sein. Er hat kein DRS. Wir haben DRS und normalen Windschatten. Da sieht man, was der Unterschied ist. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto, wird deshalb langsamer. Okay, das ist gut für Eriksen. Ja, von denen wünsche ich mir jetzt langsam Punkte. Ich glaube, der hat ja noch keine, oder zumindest nicht viele, aber ich glaube, der hat sogar noch gar keine. Und vor uns ist Fernando Alonso. Den müssen wir natürlich auch noch schlagen.
So, mal gucken, ob wir eine neue schnellste Rennrunde fahren. Die Reifen sind natürlich schlechter, aber wir haben den Mittelabschnitt wieder besser hinbekommen. Den Endabschnitt garantiert auch, aber im ersten Sektor hatten wir Windschatten vorhin und trotzdem sind wir schneller. Du musst mit Mediums weiterfahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? So, das ist Alonso, der hat jetzt Windschatten. Änderung bestätigen. Geht in Ordnung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich will, wenn ich ehrlich bin. Obwohl der Reifenzustand ist gut, also eigentlich brauche ich noch gar nicht in die Box. Ich würde sagen, wir können dann doch die nehmen. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Boxenstopp abbrechen. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, wir sind noch schnell. Warum sollten wir in der Box fahren? Grosjean haben wir vor uns. Der auch gute Punkte holt. Also das ist, wie gesagt, unsere Reellplatzierung. Und hier verliere ich immer viel Zeit. Und je länger wir jetzt draußen bleiben können, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit den Mediums durchfahren können. Das wäre ein wichtiger Meilenstein. Also, dass wir nur noch einen Stop machen. Dann wäre Platz 2 realistisch gesehen möglich. Momentan fahren wir in etwa genauso schnell wie die vor uns. Das liegt daran, dass unsere Reifen zwar weicher sind, aber halt auch wesentlich mehr abgenutzt sind. Normalerweise sollten wir deutlich schneller sein. Nur wie gesagt, das liegt so ein bisschen an den Reifen. Aber ich fürchte, wir werden sogar 2 Stops mehr machen müssen. Ich glaube nicht, dass wir mit den Medians dann gleich durchfahren können. Ich habe da so ein bisschen Bedenken. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. So, nächste Runde fahren wir rein. Perez in der Box. Ah, Perez wird schwer einzuholen sein. Aber erst im Verkehr rauskommt, zumindest sieht so aus, das würde uns helfen. Ich weiß auch gar nicht, wo Hamilton ist. Nach der Hälfte des Rennens können wir eigentlich mal nachschauen. Das ist vielleicht auch für euch interessant. Hamilton auf Platz 18. Ja, okay. Aber da geht mehr. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass er gut in den Punkten kommen wird. Man kann hier megamäßig überholen und es gibt einfach 2, 3 gute Stellen, wo man überholen kann. Also 2 sehr gute mit DRS sogar und eine Stelle statt Zielgerade kann man noch als halbe Stelle nehmen. Gegen schwächere Teams durchaus eine Möglichkeit eigentlich. Alternativ hier haben wir es, glaube ich, auch schon statt gegen Schwächere. Also es gibt hier wirklich genügend Stellen, wo man es wagen kann. Die Frage ist wirklich, welche Position retten wir? Ah, ich will noch eine Runde fahren. Die fühlen sich noch gut an, die Reifen. Noch fühlen sie sich gut an. Warum soll ich sie da nicht zu Ende fahren? Ich habe das Gefühl, die halten... Aber das hatte ich schon mal. Ne? Also ich... Ich habe das Gefühl, die halten länger als die Softs. Aber das Gefühl kannte ich auch schon von anderen Rennen, wenn ich ehrlich bin. Was? Sonst fahre ich da immer... Das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen gemein manchmal.
Manchmal fahre ich da rum wie so ein Schlumpf, ja. Dann kriege ich gar nichts. Und manchmal dann nur minimal drüber und dann war es das. Ja, solange wir mit Grosjean mithalten können, ist es vielleicht sinnvoll, draußen zu bleiben. Einfach um einen Stop zu sparen. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Ja, will ich aber gerade nicht. Das würde ich dann gleich nutzen mit frischen Reifen. Also Platz 3 können wir auch schon sehen. Also das ist schon mal drin. Was sagen denn die Reifen? Ja, wir müssen rein. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. So, wir sind jetzt dran. Und hoffen, dass er nicht reinfährt. Wobei ich einfach glaube, es ist noch zu früh, um durchzufahren. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Strategie ändern. Änderung bestätigen. Alles klar. Ich glaube auch, das muss so sein. Boah, aber ganz knapp, ganz knapp. Ja, da haben wir jetzt auch Glück gehabt. Du kannst früher Gas geben, sobald diese angefahrenen Reifen auf Temperatur sind. Angefahrenen Reifen. Okay, also die sind von Qualifying benutzt. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Panik geschoben, aber alles okay. Und wir kommen genau vor Hülkenberg und Vettel raus. Ja, ich habe es befürchtet. Und wir sind hinter Ricciardo. Den würde ich auch ganz gerne jetzt in der DS-Zone überholen. Ah, das Headset sitzt gerade nicht so, wie es sitzen sollte. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt okay. Okay, was war das denn? So, Kamera ändern bitte. Ja, der hat uns einfach weggeschubst. Der hat uns weggeschubst. Und da ist Hamilton. Da ist schon Hamilton. Aber bei wem ist da was kaputt gegangen? Das ist die Frage. Hier ist schon Hamilton dran, also der ist da an der Gruppe dran. Ja, und die Frage ist, bei wem ist da was kaputt gegangen? Ja, von irgendeinem Red Bull. Ja gut, wir nehmen das Ereignis jetzt einfach mal zur Kenntnis. Aber das ist das, was ich meine. Man sieht, Hamilton ist in den Punkten angekommen. Und wir haben eine Menge Zeit verloren. Heißt es wirklich pushen. Push hard now. Das wäre jetzt die Anweisung. Ja, Platz 10, das ist enttäuschend. Das ist nicht die Platzierung, die wir wollten.
So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fahren wir ein Rennen so ein bisschen gegen Platz 6, sollten wir ja werden. Puh, das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Ein paar Informationen zu Quert. Er wird wieder schneller. Darum glaube ich, dass Sie das Problem lösen konnten. Okay, wir haben es zur Kenntnis genommen. So, und alle, die jetzt reinfahren, können durchfahren. Markus ist in der Boxengasse. Selbst unser Teamkollege ist vor uns. Why? So, dann versuchen wir es aufs Neue. Grosjean ist vor uns. Ja, wir hatten ja anfangs gesagt, Anfang des Rennens, den müssen wir im Auge behalten. Der wird durchfahren. Der fährt definitiv durch. War auch jemand, der auf Soft gestartet ist. Also ein direkter Konkurrent zu uns gewesen ist, weil wir ja auch auf Soft gestartet sind. Jetzt fahren wir mit Super Softs hier rum. Der Vorteil hier, die Boxengasse ist ein bisschen eine Abkürzung von der Strecke her. Und außen kann man jetzt auch nicht so schnell rumfahren. Also man verliert jetzt nicht so viel Zeit. Man verliert viel Zeit, aber jetzt nicht so viel, dass es dramatisch wäre. Aber alle, die jetzt reinkommen, sollten durchfahren können. Auch Eriksen hinter uns sollte eigentlich safe sein. Ah, hier sind wir gut rum. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh, der mit seinen neuen Strategien immer. Änderung bestätigen. Bestätige. Wobei ich glaube, ein, zwei Runden sollten wir doch noch versuchen. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ja, es wird schwer. Wir sind gleich schnell wie Grosjean. Verstappen ist hinter uns. Der wird auch durchfahren. Also es wird ein schwieriges Rennen. Die gute Startposition konnten wir nicht ummünzen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, so ein Regenschauer wäre jetzt perfekt. Das muss ich sagen, wenn es jetzt richtig schütten würde, das wäre perfekt. Ah, eine Runde machen wir noch, mein Freund. Und wir kommen hinter Kimi Räikkönen raus, der auch durchfahren wird. Eigentlich der sechste Platz, den wir haben sollten. Aber wir schaffen es niemals nicht durchzufahren. Also von daher. Irgendwie müssen wir uns verhakt haben oder so. Ich konnte nicht lenken. Viel Zeit verloren. Man sieht es richtig. Grosjean ist weg. Jetzt müssten wir auch rein. Dann werden wir den schönen sechsten Platz wieder verlieren. Ja, wir können hoffen, dass sie sich viel Zeit auf der Strecke kosten gegenseitig.
ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Schon wieder, der geht mir mit seinen Strategien auf den Wecker. Ich glaube nur, ich hatte Raycon den Flügel kaputt gefahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Zu viele Änderungen, wir müssen jetzt eh durchfahren. Und ich glaube, wir werden nicht in den Punkten sein, wenn wir rausfahren. Fertig, los jetzt! Ne, Platz 11 werden wir sein. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir 5 Plätze aufholen. Also Button wird das kleinste Problem. Ricciardo hinter uns, ja, den werden wir hinter uns halten können. Da gehe ich mal von aus. Ja, aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr Punkte haben. Schön ist, dass Eriksen endlich mal fett punkten wird. Bottas wird im Teamduell, im direkten Duell vor uns sein. Das kann man wohl auch sagen. So, wir sind am Button dran. Die lange Gerade nachher, die zweite meine ich, wird sein. Wir haben Hülkenberg überholt. So, und an der nächsten Geraden sollten wir ihn überholen. Da gehe ich zumindest jetzt mal fest von aus. Auch wenn wir noch sehr weit weg sind. Naja, gut, so sicher bin ich mir da ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, das wird sehr eng. Ich glaube, das wird eng. Zu eng. Na gut, wir haben es dann doch geschafft. Eriksen ist vor uns. Nur Platz 8. Ich hätte gedacht, dass er weiter vorne ist. Und der Honda hinter uns hört sich nicht so gut an. So, jetzt nochmal eine Runde ein bisschen powern. Einfach um da ranzukommen. Sind ja auch nur noch ein paar Runden. Ah, wir sind auch kaum schneller als Button, also. Hören wir uns so komisch an? Oder. Ich weiß, vielleicht höre ich auch Gespenster. Neue schnellste Runde, Sektor 1.